Dieser Film ergänzt die Gebrauchsanweisung und führt zu besserem Verständnis. Der Film kann das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung nicht ersetzen. Er kann auch vorgeschriebene Einweisungen oder Schulungen nicht ersetzen. In diesem Video werden zwei Geräte gezeigt. Das Dräger XRM 3500 für die Messung von bis zu 4 Gasen und das Dräger XRM 8000, welches bis zu 7 Gase messen kann. Stellvertretend wird im Video das XRM 8000 mit einer Bestückung von 4 Sensoren dargestellt. Die Bedienung des XRM 3500 erfolgt analog in gleicher Weise. Das Gerät verfügt über eine Infrarotschnittstelle. Sie können Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC verbinden. Mithilfe der PC-Software CC Vision, die im Internet unter www.dräger.com/software heruntergeladen werden kann, können Sie Einstellungen am Gerät ändern oder den Datenlogger auslesen und oder löschen. Vor sicherheitsrelevanten Messungen überprüfen Sie die Funktion durch einen Begasungstest, auch BAM-Test genannt, und überprüfen Sie alle Alarmelemente. Falls nationale Regelungen vorliegen, muss der Begasungstest entsprechend diesen Regelungen durchgeführt werden. Eine fehlerhafte Funktion kann zu falschen Messergebnissen führen, deren Folge schwere Gesundheitsschäden sein können. Mit dem sogenannten BAM-Test prüfen Sie, ob die Gaswege frei sind, die Sensoren auf Gas reagieren und die Alarmelemente ausgelöst werden. Wird der Test nicht bestanden, justieren Sie das Gerät. Die Justierung ist im technischen Handbuch beschrieben, das Sie auf der Produktseite des Geräts im Internet unter www.dräger.com finden. Sie können einen Funktionstest auch mit der automatischen Test- und Prüfstation Dräger X-Dock-Station durchführen. Legen Sie ein Gerät in das Modul ein. Beim ersten Einlegen erkennt die Dräger X-Dock das Gerät und nimmt es automatisch in die integrierte Datenbank auf. Solange der Test läuft, blinkt die LED-Leiste blau. Wechselt die LED-Leiste am Modul auf grün, ist der Test erfolgreich bestanden. Auf dem Touchscreen wird gleichzeitig ein grünes Feld dargestellt. Sie können dieses Feld berühren, um weitere Informationen zu erhalten. Sie können das Gerät entnehmen.